So, willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und diesmal soll es so ein bisschen um E-Mail-Verschlüsselung gehen, die ich euch ein bisschen was beibringen möchte. Ich möchte da nicht großartig über die Fails reden, wie Enigmail das Probleme hatte mit PGP und GPG und dem Ganzen. Nee, das ist alles schon noch eine Stufe zu hoch, denn hier gehen wir jetzt auf eine Stufe, wo wir uns auf Sparkassen und Landeskassen irgendwie beschäftigen, also mit Banken beschäftigen und deren E-Mail-Verschlüsselung, so nennen sie das zumindest, wie sie das hier machen. Das ist halt wirklich schon ein dreistes Stückchen an Geschichte, würde ich mal sagen. Deshalb muss ich das auf jeden Fall auch hier mit in diesen Vlog mit reinbringen. Die Banken nutzen nämlich eine verschlüsselte PDF für die Kommunikation und den Austausch mit den Nutzern. Jetzt fragen sich einige, wie soll denn das, was, wie, hä? Warum und... Ja, wie soll das überhaupt gehen? Wie funktioniert das Ganze? Warum eine verschlüsselte PDF? Das verstehe ich nicht ganz. Das heißt, ihr kriegt den Key irgendwie zugeschickt zum Entschlüsseln der PDF per Post oder was? Nein! Sie sind so clever, die machen nichts anderes, als zunächst einmal die verschlüsselte PDF anhängen an eine E-Mail und danach eine E-Mail zu schicken und da steht meistens im Text auch noch drin, wie eben das Ganze entschlüsselt werden kann. Erkennt einer das Problem? Ich denke, innerhalb, wer sich nur 2 Sekunden mit diesem Gedanken beschäftigt hat, wird auf die Idee kommen, ist ja kompletter Murks. Und leider ist es so, dass die Sparkassen nicht auf den Gedanken gekommen sind, die Banken in dem Fall nicht auf den Gedanken gekommen sind. Es ist in dem Fall die Volksbank Baden-Baden, die nicht auf den Gedanken gekommen ist und zum Schutz sensibler Daten und Inhalte eben auf diese Form der Verschlüsselung, der E-Mail-Verschlüsselung setzt. Das ist also unglaublich. Also das halte ich komplett für nicht akzeptabel. Das ist komplett so hirnrissig, das kann man sich auch direkt sparen. Dann kann man auch die E-Mails unverschlüsselt durch den Äther jagen. Da braucht man also nicht irgendwie das Ganze noch so pseudomäßig zu verschlüsseln, in eine PDF-Datei reinzupacken und dann in der nächsten E-Mail noch den Schlüssel dran zu hängen. Im Klartext natürlich, nicht irgendwie... Es gibt zumindest eine andere Bank, die das so ähnlich macht, die Volksbank Ebersberg, die macht es dann aber so clever, dass sie denken, okay, im Klartext wäre vielleicht zu blöd, machen wir das so, dass wir das als Bild anhängen, das Passwort für das Entschlüsseln des PDF. Natürlich darf da auch nichts Sensibles drüber fließen, aber Leute, wir leben im Jahr 2018, S-MIME, PGP, das ist doch irgendwie kein Hexenwerk, das kann mittlerweile, können das Gmail, web.de, gmx.net, all diese großen E-Mail-Anbieter können das alles wunderbar, dann könnt ihr das doch wohl auch mit euren E-Mail-Servern machen und so konfigurieren, dass das automatisch funktioniert und geht. Also wenn die Nutzer in der Lage sind, per Gmx, per Web oder per Gmail oder Posteo oder wie sie alle heißen, dann euch eine verschlüsselte E-Mail zu schicken, dann solltet ihr auch in der Lage sein, das andersherum auch machen zu können. Das ist also wirklich kein Hexenwerk und Homöopathie hat man das Ganze hier genannt, der Sicherheit, ist das, was sie hier machen, halt mit eben verschlüsselten PDFs anhängen. Also es ist so eine Schnapsidee, ich weiß gar nicht, wie viel, also die haben vielleicht mit der Weihnachtsfeier zu früh angefangen und sind ein paar zu viele Intus gehabt, um auf so eine Idee zu kommen. Das Ganze ist auch noch nicht mal so, ich habe gedacht, ja okay, das ist schon schlimm genug, aber da steckt wohl eine ganze Industrie dahinter, denn es gibt eine extra Software, die sogenannte IQ, und die haben tatsächlich IQ im Namen, IQ Suite PDF Crypt, eines Herstellers namens GBS, die nichts anderes machen, als eben das AES-Verschlüsselungsverfahren zum Verschlüsseln dieser E-Mails zu benutzen und dann ganz ohne Schlüsselzertifikate oder Installationen von Software auf Empfängerseite zu realisieren. Und die Bankmitarbeiter müssen dann noch nicht einmal irgendwie was anklicken, um den Schlüssel rumzusenden, sondern das macht die Software selber. Das heißt, die verschlüsselt das PDF und sendet anschließend automatisch den Verschlüsselungskey oder den Entschlüsselungskey. Verschlüsselung wäre natürlich noch besser, aber den Entschlüsselungskey dann zurück. Vor allen Dingen, das ist erst einmal dämlich. Die Frage ist, wie soll man denn antworten auf so eine PDF? Also ich würde mich ja freuen, wenn mir so einer eine PDF schicken würde. Wie soll ich darauf antworten? Ich habe ja keinen Verschlüsselungskey. Ich habe nur die Möglichkeit zu entschlüsseln. Oder wird der Key jetzt auch für das Verschlüsseln verwendet? Also es ist alles hirnrissig. Es ist alles kompletter Blödsinn. Gerade wenn man ein bisschen was mehr kommunizieren muss mit der Sparkasse oder der Bank. Das macht da überhaupt keinen Sinn.
Und die Alternativen sehen natürlich auch nicht besser aus. Wenn man keine verschlüsselten E-Mails benutzen kann mit S/MIME oder PGP, muss man halt irgendwie auf was anderes setzen. Wie sieht es denn dann aus? Ja, Fax, das ist ja auch kein wirklich verschlüsselungsfreies Medium. Oder ich mache es halt so, ich schicke euch ein PGP-verschlüsseltes Fax in und schicke euch den Key in einer PDF-verschlüsselten E-Mail. Wie wäre es dann damit? Nun ja, genug dieser Kuriosität. Ihr könnt euch das selber alles durchlesen und kommentiert fleißig auch. Auf golem.de ist ein netter Artikel zu der ganzen Geschichte. Das ist also wirklich, ich habe gedacht, das ist ein also ganz früher April-Scherz, aber leider ist dem nicht so. Nun ja, das war's für diesen Vlog. Falls euch solche Themen gefallen, gebt ein Like, ansonsten Kommentare natürlich darunter auch. Falls ihr noch was Kurioseres habt, wie ihr kommuniziert habt mit eurer Bank oder mit anderen Behörden oder sowas, was Verschlüsselung angeht, bitte in den Kommentarbereich. Ich freue mich schon. Das kann wirklich eine lustige Geschichte werden, so zum Vorlesen vielleicht. Also wenn ihr richtig interessante, spannende Geschichten habt, unten reinposten. Ich werde die sogar vorlesen, wenn die also wirklich richtig lustig sind. So, das war's für diesen Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao.